Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Scroll of the First Sin. Weiter geht's. Soundcheck. Reisen. Eigentlich wollte ich hier erstmal einen optionalen Boss machen. Allerdings habe ich gemerkt, dazu fehlt mir was. Etwas, wo ich überhaupt hinzukommen. Ohne das kann ich das überhaupt nicht machen. Ein Gedankenfehler. So, der ist weg. Heißt, ich gehe erstmal hier unten hin und mache diesen Boss. Der hier ist. Einer der eher wichtigeren. Moment, welche Ringe habe ich eigentlich dabei? Ob ich den einen Ring jetzt brauche, weiß ich nicht. Hi! Lebensstein! Hi! Willst du mitkommen? Ja, genau. Häng dich über die Brüstung. Blutungsmesser. Erstmal diese Fackel an. Dann werde ich jetzt mal. Hi. Komm. Put, put. Ja, komm. Ja, komm. Den mache. Ich will dich herhaben. Komm her. Komm. Put, put, put. Ich juck's. Na komm. Nicht abhauen. Au. Komm her. Komm. Na komm! Na komm her! Und weg ist die Dänenwache! Hier ist er versteckt. Das muss man erstmal wissen. Große Seele eines namenlosen Soldaten.
Komm. Blütendachen stellt ein Ausdauer-Regenerierungsschild. Brauche ich nicht. Zumindest ich brauche es nicht. Ja, und wieder diese Knarze. Ich nenne sie Knarze, weil die knarzen. Ich glaube, hier war noch einer drin. Wusste ich's. Immer nur der Frage, in welchem Lauf saß dieser eine noch? So, da müssen alle gewesen sein. Ja, hier ist ein Fahrradverkünder. Yay! Aber ich gehe jetzt nicht extra jetzt damit zum Boss. Zu diesem. Moment. Erst die Tür auf. Falls das, was ich jetzt da oben vorhabe, misslingt. Das kann es durchaus. Oh ja. Das kann es. So. Tür auf. Ich habe ja einen Festungsschlüssel. Zum Glück ist es so einer. Yay! Na, was hast du hinterlassen? Ein Heidelspeer. So, jetzt geht er ein bisschen rückwärts. Denn, dass ich die Fackel da angemacht habe, ist nicht ohne Grund. Warum muss ich so lahm sein? Könnte eigentlich auch schon meine Menschlichkeit nehmen. Ich habe schon 28. Na. Langsam durchmarschieren, blum, dum, 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 dum. So. Und jetzt zu den Grund, warum ich die Fackel anmache. Angemacht habe, um das hier anzuentzünden. Denn der Boss hat eine blöde Angewohnheit, dass er im Dunkeln kämpft. Heißt, ich brauche Licht. Und dieses Licht mache ich gerade an. Glatterseitiger Stein. Wie viel habe ich jetzt? Es würde sich praktisch wieder lohnen, dorthin zu gehen.
Ich habe schon 13.000 Sim. Wie viel brauche ich für ein Level Up? 8.000. Okay. Ein schimmernder Lebensstein, yay. Dann war er doch nicht so direkt verschwendet, der eine, den ich genommen habe. So, und jetzt wird Hilfe beschworen. Denn hier ist mal wieder Lukatil am Zuge. Ja, Lukatil. Ja. Natürlich muss ich immer ganz hinten sein. Lukatil, ich. Und wenn ich schon mal jemanden beschwöre, kann ich dann ja auch den anderen auch beschwören. Das macht ja keinen Unterschied mehr. Wenn er schon eine Bewegung macht, mache ich auch eine. Auf zum Nebelwand. Wehe, Lukatil, du fällst runter. Wehe. Ja, du hast das Licht ausgemacht. Aber ich habe immer noch einen Vorteil. Ich habe immer noch ewiges Licht. Wow. Au! Ah, den Meilenstein habe ich gemacht. Lukatil, stirb nicht! Oh. Verdammt! Ein bisschen zu kurz das Schwert. Der eine darf wohl sterben. Ja! Oh, Lukatil, die hat aber ganz schön Schaden gekriegt. Das hätte schief gehen können. Ja, das hätte es. Das hätte der schief gehen können. Duftzweig und Elise mit Pilz. Wie viele Duftzweige habe ich? Zwei. Auf nochmal. Auf nach Majulia. Ich kann so ein paar Level machen. So ein paar. Eher viele. Denn diese Seele brauche ich nicht.
Ich hab's übersprungen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Blöde Angewohnheit. Ja, ich habe gerade ziemlich viel in Belastung gesteckt. Hat so seinen Grund. Wie viel Level brauche ich jetzt für... Oh. Denn ich habe jetzt 59. Oh ja. Ich teste nämlich jetzt das aus. Ich brauche etwas, was 2,5 wiegt. 2,5. Wiegt dir nicht 2,5. Das wiegt 2,5. Mhm. Mhm. Heißt, ich muss noch ein bisschen in Belastung stecken. Ein bisschen. So. Was für Materialien habe ich eigentlich? Keine versteinerten Drachenknochen. Keine. Welches Level ist der eigentlich schon? 1. Ich brauche also 2. Und jetzt zu dem, was ich eigentlich auch machen wollte. Auch zu den Dienstquartieren. So langsam komme ich zu dem Gewicht, den ich haben will. Der ist irgendwie kein Problem mehr. Er kann gegen ihn ziemlich gut anrollen. Na! Haha! Ich kann schneller schlagen als du! Große Keule, eine Stärkewaffe. Wie viel Zauberkraft habe ich? Intelligenz 18. Meine Sehenpfeile werden wahrscheinlich keinen großen Schaden machen, weil ich noch gar nicht so viel Intelligenz habe.
Na, und der Mondturm. Online ist der ganz schön garstig. Moment. Ach, ich scheine gerade mir ein paar Begriffe aus einem anderen Let's Player abzugucken. Verdammt, weil ich ihn gerade praktisch durchsuchte. Das gucke mir praktisch alles an von ihm gerade. Ja, hier unten ist auch was, das weiß ich. Ich weiß ja jetzt ziemlich viel, was hier überall wo ist. Skeptikergewürz. Weg mit dir, du Zwerg! Ha! Die haben keine Chance. Jetzt wird's aber heikel. Au! Denn die machen ganz gut Schaden. Au! Hahaha, ich brauche ein bisschen. Dass der eine jetzt ankam. Hätte mir fast das Leben gekostet. Ja, Fernkampf kann ich auch. Na, komm her. Au! Das war vielleicht Verschwendung. So, der erste ist mal. Der Anführer ist weg. Ja, genau von hinten! Ach, ich habe keine Seelenpfeile mehr. Ah, der hat was hinterlassen da. Ein Glockenhüterschild. Nein! Haben sie mich gekriegt. Mit ihren verdammten Bögen.
Also den einen habe ich ja erstmal mal weggekriegt, den der mich da invasiert. Der wird ja nicht wiederkommen. Was, du lebst noch? Na. Hier wird nicht überlebt. Nein. Das hätte auch schief gehen können. Hoi! Was? Hab ich dich wieder zurückgeschlagen? Was war das denn? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich mag es, mit zwei Schwertern zu kämpfen. Moment, ich habe noch nicht die Glocke geläutet. Das sollte man nicht vergessen. Der hat was hinterlassen. Glockenhüterbogen. Wer braucht das schon? Ich nicht. Ich hab meinen Lieblingsbogen schon dabei. Oh ja, hab ich. Ach, der hat mir... Moment. Der hat mir was? Balanzschaden, aha. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.